Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute wird es wieder Zeit für ein Update zu Furio. Wir wollen in diesem Video unter anderem auf den ersten Presale von Furio Finance eingehen. Dann wollen wir uns natürlich wie immer die Gesundheit und die Weiterentwicklung des Projektes anschauen und natürlich auch meine Strategie, was ich bis Jahresende mache, was ich ab dem neuen Jahr vorhabe und alles dazu jetzt, wie gesagt, hier in diesem Video zusammengefasst. Wir starten wie immer mit einem Blick auf Dun.com, um uns die Gesundheit des Projektes anzuschauen. Wir haben mittlerweile über 12.700 Investoren. Die Anzahl der Wallets, die generiert werden im Projekt, steigt auch stetig an. Das kann daran liegen, dass wieder neue Investoren dazukommen oder dass viele, die kurz vor oder aktuell schon maxed out sind, hier neue Wallets eröffnen und ihre Furie auf die verschiedenen Wallets verteilen. Wir sehen auch, dass die Overall Fur-Vault-Strategie aktuell am Schwanken ist. Es gibt Tage, da wird viel gecompounded, es wird Tage, da wird viel ausgezahlt. Das deutet für mich ganz klar darauf hin, dass viele von dieser 2,5% Rate weggegangen sind und hier mindestens einmal die Woche Profite realisieren und deswegen der Wert bzw. der Balken hier relativ schwankt. In der nächsten Grafik sehen wir, dass es mittlerweile 126 Maxed Out Wallets gibt. Ich bin jetzt aktuell, wir werden das gleich noch in meinen Statistiken anschauen, hier in diesem Bereich bei über 11.000 FUR, die ich gerade in meiner Balance habe. Wenn wir runterschauen, sehen wir, das ist ein ganz wichtiger Graph jetzt aktuell, und zwar bezieht sich dieser auf das LMS, was die USDC hier drin betrifft. Und zwar machen wir aktuell circa rund 10.000 US-Dollar pro Tag minus. Das ist der Netto-Outflow. Ihr seht, das Ganze schwankt im Bereich von 10.000 bis 15.000 US-Dollar, die hier mehr rausfließen, als aktuell neu ins Projekt reinkommen. Das ist jetzt aber nicht weiter bedenklich, da wir eine Liquiditätstiefe von rund 4 Millionen US-Dollar haben. Heißt, diese 10.000 sind jetzt erstmal unwesentlich und wir haben durch den Furio Finance Launch, der ja im Januar bevorsteht, als auch Furbet, wenn es irgendwann dann wirklich mal kommen sollte, hier eine gute Grundlage, um neues Geld ins Projekt zu spülen durch die Taxes, die hier natürlich reinkommen werden. Zusätzlich, wenn wir ganz kurz einen Blick auf den Furbot werfen, der jetzt aktuell bei 8,5% im Minus steht und der ganz klar nachgewiesen hat, je volatiler der Markt ist, desto besser performt dieser Furbot. Also das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich bis Jahresende aus meiner Perspektive keinen allzu volatilen Markt mehr sehen, außer entweder USDT implodiert oder die Gerüchte, die gerade um Binance herumgehen, bewahrheiten sich und die Börse geht down. Das sind die beiden Events, die hier gerade maßgeblich Kryptomarkt intrinsisch sind, die den Markt runterziehen könnten. Natürlich muss man auch die Rezession im nächsten Jahr betrachten. Ich denke, dass wir spätestens im Januar oder Februar wieder deutliche Volatilität sehen. Und wie gesagt, jeden Trading-Bot, den ich beobachtet habe, egal in welchem Projekt, diese performen tendenziell am besten, wenn der Markt volatil ist. Heißt, wenn viel Volumen im Markt ist und viel Geld bewegt wird, und dann machen diese Trading-Bots die beste Rendite. Deswegen diese 8,5% können auch mal gerne in 2 bis 3 Tagen auf Null gesetzt werden, beziehungsweise das Ganze auch in den Profit laufen. Aber hiermit zurück zu Dun.com. Einen wesentlichen Chart wollte ich euch noch zeigen, und zwar die Fuhrpool-Balance, die natürlich weiterhin ansteigt, da alle die, die aus dem Projekt auszahlen, wenn sie positiver Teilnehmer sind, heißt bis maximal 3 Auszahlungen pro Woche, bis zu 20% ihrer Auszahlungen in diesen Fuhrpool zahlen und alle, die 0,5% bzw. negativer Teilnehmer im Projekt sind, zahlen natürlich 50% ihrer Auszahlung in den Fuhrpool. Dementsprechend steigt der Wert hier natürlich täglich an. Das ist alles, was es aktuell zur Gesundheit des Projektes zu sagen gibt. Jetzt wollen wir uns einmal den Preischart anschauen, der sich weiterhin eigentlich unverändert verhält. Wir sind in dieser 89 bzw. 90 Dollar Cent Range. Der Preis bewegt sich eigentlich nicht großartig. Die Liquidität ist auch relativ stabil. Ich habe es euch ja gerade gezeigt. Hier fließen circa 10.000 US-Dollar jeden Tag raus, aber bei der Summe, die hier drin ist, macht sich das nicht groß bemerkbar. Und solange hier weiterhin der Bestandteil an USDT ungefähr im gleichen Verhältnis zu Fuhr ist, muss man sich hier überhaupt keine Gedanken machen. Es gibt tatsächlich zwei Szenarien, die sich auch ausspielen könnten, je nachdem, in welchem Bereich sich diese Liquidität hier bewegt. Für den Fall, dass wir quasi alle Fuhr hier aus dem Fuhrpool rausverkaufen würden, heißt, wenn so großer Kaufdruck bestehen würde, wäre es potenziell möglich, aus dieser Range, die aktuell zwischen 1,10 Dollar und 90 Dollar Cent liegt, nach oben hin auszubrechen. Genauso könnte es auch passieren, dass wenn hier alle USDC abverkauft werden, was aber in naher Zukunft nicht passieren wird, da sehr, sehr viele Rücklagen eben bestehen, dass der Preis dann unter die Range fällt. Also diese Range ist aktuell, da sie jetzt keinen Einfluss mehr haben, der Contract ist immutable, sie werden nichts mehr manuell an diesem Contract ändern können. Deswegen, was hier jetzt mit dem Preis in Zukunft passiert, ist alles investorenbasiert.
Wir als Investoren bestimmen jetzt, was hier passiert mit unseren Verkäufen und Käufen. Das dazu, jetzt wollen wir uns im Speziellen mein Vault und meine Strategie für die nächsten Tage und Wochen anschauen. Und zwar, wenn wir hier einmal die Wallet verbinden, dann seht ihr schon im Hintergrund, in meinem Fur-Vault sind circa aktuell 11.400 FUR drinnen. Ich bin weiterhin auf der 2,5% Reward-Rate. Wenn wir uns den Fur-Pool aktuell anschauen, hier sind in meinem Stake 1240 USDC. Ich mache jetzt rund, der Wert sinkt hier stetig. Wir sagen mal 3 bis 3,50 pro Tag. Ich denke, dass ich hier aber bald auf die 2 Dollar runterfalle, beziehungsweise in diesen 2 Dollar bis 3 Dollar Bereich. Da natürlich, je mehr Gelder hier reinkommen, die Rendite sinkt, da sie auf mehrere Staking-Investoren aufgeteilt werden muss. Und das Ganze zwar schon noch attraktiv ist, aber natürlich bei weitem nicht mehr so attraktiv, wie es war, bevor sie das Ganze eingeführt haben. Dann kurz ein paar Worte zum Furio Finance Launch. Und zwar wurden insgesamt 578 BNB eingesammelt. Ich habe auch rund 3 BNB eingezahlt, was damals einen Gegenwert von 800 US-Dollar hatte. BNB ist ja jetzt ein Stückchen gefallen. Deswegen, das ist völlig egal, wenn man im Endeffekt auch wieder BNB bzw. den Furio Finance Token rausbekommt, den man dann letztendlich wieder in BNB swappen kann. Heißt, je länger der Preis von BNB down ist und wir hier BNB akkumulieren können, so sehe ich das zumindest, desto besser für uns als Investoren. Zum Team wollte ich auch noch kurz was sagen, und zwar sind wir jetzt aktuell bei 74 Mitgliedern und das wird jetzt auch die Obergrenze sein in Zukunft. Wenn ihr jetzt quasi in das Projekt neu einsteigt bzw. eine neue Wallet eröffnet über meinen Link, wird dieser Link über meinen Zweit-Account laufen. Heißt, wir werden dort ein zweites Fast-Team aufbauen, da es hier im Grunde keinen Sinn mehr macht, einzusteigen, da mein Vault in rund einem Monat bzw. mit der neuen Strategie in circa 2 Monaten maxed out sein wird und das dann hier für das Team nichts mehr bringt. Die Team-Airdrops werden natürlich weiterhin verteilt, macht euch da keine Sorgen. Immer 10 Wallets pro Monat, den zugeteilten Wert, den wir erhalten. Ich habe vor kurzem ersten Airdrop verteilt für den Monat November, in dem jeder circa 16 US-Dollar, also 18 FUR, ausgezahlt bekommen hat. Aber wie gesagt, in Zukunft, der Link wird zu meinem zweiten Account sein, sodass man, wenn man in dieses Projekt einsteigt, wenn man mein Video geguckt hat, beziehungsweise sich über den Link registriert hat, einfach nur Bescheid weiß, dass wir dann kein Fast-Team mehr haben, sondern erst wieder 30 Mitglieder aufbauen müssten, um dann in dem neuen Team Airdrops zu erhalten. Und somit kommen wir auch im Grunde schon zu meiner Strategie und springen dafür einmal auf den Kalkulator. Ich habe hier jetzt meine Daten, die man unter anderem hier alle findet auf der Teamseite. Also wenn ihr oben auf Team klickt, könnt ihr eure kompletten Daten in diesen Kalkulator einfügen. Und dieser zeigt euch dann an, zu welchem Zeitpunkt ihr welche Balance erreicht, beziehungsweise welche Strategie ihr dann auch letztendlich umsetzen wollt. Ich habe das Ganze jetzt hier mit der 2,5% Strategie gemacht, aber werde diese zum Jahresende beenden. Und das ist ungefähr dann bei einem Wert von 15.000 bis 16.000 US-Dollar, beziehungsweise US-Dollar im Wert der Furio-Token, und werde ab diesem Zeitpunkt dreimal wöchentlich auszahlen. Das hat folgenden Grund: Ich werde dann quasi die 4-3-Strategie fahren, da ich so noch als positiver Teilnehmer gelte und nur 20% meiner Auszahlung in den Fuhrpool abführe. Somit verlangsame ich quasi mein Vault-Wachstum, aber habe trotzdem an 3 von 7 Tagen in der Woche Profite realisiert, natürlich die zum Teil in den Fuhrpool gehen, aber kann letztendlich 80% auszahlen. Natürlich, das Verkaufslimit von 100 Fuhr pro Tag besteht immer noch, aber für mich persönlich macht das am meisten Sinn, da ich dann quasi alles, was ich nicht verkaufen kann, werde ich an meinen zweiten Account schicken, bis ich natürlich die Einzahlungsgrenze von 1000 FUR erreicht habe. Muss man natürlich immer berücksichtigen, aber deswegen mache ich das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, da natürlich sonst mein zweiter Account auch irgendwann diese 1000 FUR-Grenze überschritten hat. Deswegen werde ich den jetzt lieber noch mit meinem Hauptaccount füttern und das Wachstum dann ab neuem Jahr somit beschleunigen. Normalerweise, wenn ich das Ganze weiterlaufen lassen hätte und quasi hier auf den 2,5 Reward-Rate geblieben wäre, hätte ich meinen Max Payout bzw. meinen Max Vault hier zum 24.01. erreicht. Das wäre das Datum gewesen, an dem ich fertig gewesen wäre, also zu diesem Zeitpunkt jetzt aktuell rund ein Monat und eine Woche, also 5 Wochen. Aber da, wenn ich jetzt so weitermachen würde, so viel in den Fuhrpool geclaimt wird, macht das für mich persönlich keinen Sinn. Deswegen bei mir jetzt die Jahresgrenze. Bis dahin werde ich compounden und ab diesem Zeitpunkt dann Profite realisieren und am Anfang zum Teil in meinen zweiten Account umschichten. Das ist im Grunde auch schon alles, was ich hier heute in diesem Video loswerden wollte. Ich hoffe, das Update hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn dem so ist. Ansonsten, wenn ihr natürlich immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was Furio und andere DeFi-Projekte, die ich täglich auf meinem Kanal präsentiere, angeht, lasst mir gerne ein Abo da, macht die Glocke an, damit ihr immer direkt eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video draußen ist. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.